Na Marco, das war jetzt ein interessantes Thema mit Zenom. Ja, vor allem, die Stunde ist ja wie im Flug vergangen. Bei uns geht Schlag auf Schlag. Ja. Medium Nada wartet dann auch schon. Was kannst du mir zu Nada sagen? Unser Medium Nada ist versiert auf Dualseelen, Seelenpartner. Viele fragen, wo ist mein Seelenpartner, wo ist meine Dualseele, gibt es so etwas? Da ist Medium Nada auf das sehr hilfreich. Man kann sie nur empfehlen, bitte ruft Medium Nada an, weil sie sieht genau da, dort ist deine Dualseele, da ist dein Seelenpartner. Genau, also Expertin für die Ja. Liebe, jetzt zum Frühling natürlich perfekt. Auch bei der Hotline haben wir immer wieder die Fragen über die Liebe. Natürlich empfiehlt man da immer Medium Nada, weil die wirklich eine Top-Beraterin und Top-Expertin für diese Sachen eben ist. Und sie wartet auch schon wieder. Wir geben gleich wieder ab ins Studio. Auf sehr viele Anrufe wartet sie. Sie müssen 18 Jahre alt sein, dass sie sich einwählen können. Viel Spaß und viele Gespräche mit Medium Nada. Hallo, guten Abend. Hier ist Nada. Alle meine Mädels, die mich kennen, in Dunkel. Nada ist erblondet. Guten Abend. Ich freue mich auf eure Anrufe und ich hoffe, dass ganz, ganz viele ins Studio durchkommen. Von Deutschland aus wählt ihr die Nummer 01379 22 00 66. Von Österreich aus 0901 071 071. Und aus der Schweiz 44 0033. Aus der Schweiz 1 Franken, so viel wie ich in Erinnerung habe, in Österreich 70 Cent und in Deutschland 50 Cent. Und wenn ihr über das Handy anruft, dann zahlt er ein bisschen mehr, glaube ich. So. Ich möchte ein bisschen über mich erzählen, bis das erste Gespräch durchkommt. Ich bin schon von Kindesbeinen an spirituell gewesen. Ich habe so viel geträumt und so viel erzählt, dass mein Vater immer gesagt hat, du hast schon als Kind gesponnen. So, und dann bin ich. Ah, jetzt kommt jemand durch. Wen darf ich denn begrüßen? Wer ist dort? Hallo. Hallo, Ja. Isabella. Hallo Isabella, ich grüße dich. Was kann ich denn für dich tun? Hä? Du hast ein Hallo, Glück. Ja, was kann ich für dich tun, ich mach Malte? mal aus. Ne? Was kann ich für dich tun, Ja, Isabella? Zenom hatte mir eben gerade über berufliche Sachen was gesagt. Und jetzt wollte ich gerne mal wissen, was du über mich und meinen Schatz sagen kannst. Okay, dann konzentriere dich mal auf ihn. Du weißt ja, tief einatmen und tief wieder ausatmen. Ich brauche seine Energie. Ist doch schon da. Isabella, Ja. er ist da. Gut. Und ganz stark bei dir Ja. vertreten, ne? Mit seiner Energie. Ja. Bist du in deiner Eigenliebe angekommen? Da fragst du mich was, ich Aha. weiß es nicht, kann Bist du morgens aufgewacht und du hast gesagt, liebe ich ihn überhaupt noch? War das eine Szene, die du mal hattest morgens? Ja, du liebst ihn noch, aber dann Ja, brauchst natürlich du liebe ich ihn. ihn nicht mehr. Isabella, dann Ja, brauchst du natürlich ihn kann ich. nicht mehr. Verstehst du? Weil er ist immer da. Ja. Dualseelen-Zwillingsflammen. Du und ich und du, aus der Ja. Ewigkeit geboren. Das weißt du. Ja? Ja, du hast recht. Ja.
Und bist du im Urvertrauen gelandet, dass du sagst, das, was kommen soll, kommt? Ja, das kann ich sagen. Gut. Mit gutem Gewissen. Ja. Gut. Und? Ich bin stolz auf dich. Was möchtest du noch wissen? Ich will wissen, wie es Ihnen geht im Moment. Ich habe Sie seit 3 Tagen nicht gesehen. Seit 3 Tagen? Oh, oh. Dann, warte. Warte. Lach mich nicht aus. Nein, ich lache dich nicht aus, ich lache dich an. Dem geht's genau wie dir. Ja. Er hat dich 3 Tage nicht mehr gesehen. 3000 Jahre sind es. Mhm. Wie eine Ewigkeit, ja. Ne? Ein Tag ohne dich ist 1000 Jahre. Du weißt, dass du manifestieren kannst. Manifestiere. Ja. Wo bleibt das Vertrauen? Ja, okay. Alles klar. Heute Abend manifestieren, ja? Gut, okay. Er alles klar. Ist da. Er ist jetzt. Da. Ja. Jetzt. Jetzt. Okay? Jetzt. Alles klar, mach ich. Mach's gut. Mhm. Ich hoffe, ich höre dich mal. Du siehst übrigens gut aus, muss ich sagen. Oh, danke. Kompliment. Danke. Danke. Auch in Blond. Okay. Bis bald mal. Und viel Glück heute Abend. Ja, ich danke dir, mein Schatz. Mach's gut. Ja? So. Tja, jetzt war ich mitten am Erzählen von mir. Ich bin in die Medizin gegangen, um den Menschen zu helfen, weil das hatte ich ganz, ganz stark in mir drin. Hatte einen wunderbaren Chef, der mir damals schon gesagt hat, du hast Heilenergie in deinen Händen, wo ich natürlich überhaupt keine Ahnung davon hatte. Aber ich bekam dann mit, dass meine Patienten die Hände der Schwester Gabi haben wollten. So. Er war damals schon mein Chef, zu dieser Zeit sehr, sehr spirituell und er hat ganzheitlich die Menschen behandelt. So. Dann habe ich mir gedacht, ich hatte so einen Glauben wie ein Kind. Ich habe gedacht, naja, da oben sitzt wirklich jemand mit einem weißen Bart. Und dann wurde ich bei Reanimationen dazu geholt. Und alle diese Menschen kamen zu mir und haben mir diese Sachen erzählt. Es ist praktisch, als wenn 10 Menschen nach Rom fahren. Jeder erzählt dasselbe, aber alle mit anderen Worten. Und dann fing ich an, als erwachsene Frau zu überlegen, dass es mehr gibt als das, was uns die Kirche gelehrt hat. Und ich habe ein Buch nach dem anderen gelesen und sie kamen mir immer alle angeflogen. Das, was ich gebraucht habe, das kam mir immer angeflogen. So. Und dann starb, ich war glücklich verheiratet, 30 Jahre lang, habe auch Karten gelegt, war eigentlich immer für die Menschen da. Und dann starb ganz schnell mein Mann an einem Herzaneurysma. Tja, und dann kam ich zu den Dualseelen. Meine Dualseele flog mir vor die Füße und ich wusste gar nicht, was das ist. Dann habe ich mich damit beschäftigt, bin diesen Weg gegangen, bin ihn immer noch nicht zu Ende gegangen und deshalb möchte ich für euch da sein. Ich bin ein Medium der Liebe. Und ich bekomme die Fragen, die ihr auf dem Herzen habt, wenn es um die Liebe geht, dann fragt mich. Der nächste Anrufer, wen darf ich begrüßen? Hallo liebe Nada, ich wollte dir ganz, ganz viel Glück wünschen. Hier ist die Ilka. Oh, Ilka! Ja. Was? Und ich wünsche dir einfach noch ganz, ganz viele Anrufer, hör mal, und alles Gute. Kann ich etwas für dich tun, Ilka? Dankeschön. Sonst ist alles. Ich wollte dir einfach nur mal viel Glück wünschen. Ich denke, das muss auch mal gemacht werden. Das machen wir wenigstens. Du bist ja ein Schatz. Ich danke dir. Viel Glück zu wünschen, ohne dass du etwas wissen willst.
ohne dass ich was wissen möchte. Ich bist bin du, ganz glücklich. Alles gut. Bist du wunschlos glücklich? Genau, so sieht's aus. Oh, du bist ja ein Schatz. Ne? Ja. Ich drück dann dich. Weiß ich drück ja, dich. Bis dann. Ja, ja, tschüss. Gerne. Ja, tschüss. Tja, das war eine gute Freundin, die ins Studio durchgekommen ist, die mir einfach nur Glück wünschen wollte für heute Abend, weil sie gemerkt hat, dass ich ganz fürchterlich aufgeregt bin. ja. Die Telefonnummer von Deutschland 01379 220066 und von Österreich 0901 071 071. Traut euch ganz einfach nach eurer Liebe zu fragen. Habt ihr Probleme mit der Liebe, dann fragt mich. Von Österreich 0901 44 00 33. Ihr könnt euch auch bei Zenom Live, wenn ihr es noch nicht kennt, euer Gratisgespräch abholen unter der kostenlosen, unter der Nummer 0800 400 3033. So, der Zufallsgenerator, der schläft wahrscheinlich genauso wie ich. Nein, ich schlafe nicht, das war jetzt Blödsinn. Also, ich möchte euch... Okay, der Nächste kommt rein. Hallo, wen darf ich begrüßen? Hier ist Hallo, Nada. Ist Gabi. Hallo, wer ist denn da? Das ist Gabi, hallo. Hallo Gabi, hier ist... Grüße hallo. Dich. Was kann ich denn für dich tun, Gabi? Und zwar, ich liebe einen Mann, der sich momentan leider sehr von mir abwendet und ich wollte wissen, wie es mit uns weitergeht. Ist das schon öfters vorgekommen, dass er sich abgewandt hat? Immer wenn du ihm zu nahe gekommen bist? Gabi? Naja, momentan bringt uns eher seine Frau ist er noch, auseinander. Er ist noch verheiratet, das ist oder? Schwer treiben. Ja. Jetzt warte mal. Das ist ein ganz enger Seelenpartner, das ist eine karmische Verbindung zwischen euch, Gabi. Das ist auch eine tiefe Liebe, du kannst sie nicht loslassen. Ja. Ja. Geh mal bitte in deine Eigenliebe, da fehlt ein bisschen. Du bist zwar in deiner Eigenliebe, aber noch nicht ganz. Du musst okay. ihm, du musst ihm auch die Grenzen setzen. Weißt, es geht nicht immer nur nach seinem Kopf, sondern du bist die Prinzessin. Du hast ihn auf einem Podest stehen und er hat Angst. Er hat Angst vor diesen Gefühlen, er hat die gleichen Gefühle wie du, aber er hat Angst davor. Geh du aufs Podest, geh in deine Eigenliebe. Ja? Und wenn du eines Morgens aufwachst und denkst, liebe ich ihn noch? Ja, du liebst ihn noch, aber du brauchst ihn nicht mehr. Ja. Und genau dieses nicht mehr brauchen, das ist der Schlüssel. Und ich bekomme ihn auch rein, also er wird sich trennen, bin ich mir sicher. Warte mal. Atme mal tief ein und tief wieder aus, dass ich seine Energie nochmal kriege. Verstehst du mich oder bin ich zu leise? Nein, nein, es geht schon. Geht schon. Der Magnet. Warte. Trennung. Ja. Ja. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Er muss den Weg seines Herzens gehen, aber... Ich kann dir nicht sagen, wie lange das dauert. Es liegt an dir. Du bist die Zeit. Sobald du in deiner Eigenliebe bist, dann bist du auf dem Podest. Und er, dem drückst du die Flinte in die Hand. Nämlich, unsere anderen Hälften sind auch nur Männer. Und Männer wollen die Jäger sein. Verstehst du mich? Ja. Gabi? Ja. Ja. Meinst du schaffst es? Ja. Du schaffst es. Ja. Ich krieg das rein. Ja, du schaffst es. Du bist stark.
Du schaffst es. Aber du glaubst, dass er sich von mir trennen wird? Ja, ja. Wenn du ihm die Grenzen setzt. Weißt du, bis jetzt war das alles sehr einfach für ihn, weil du warst immer für ihn da. Ja. Ja? Und das wird jetzt nicht mehr sein, okay? Okay. Aber bleib okay. In deiner Liebesenergie. Schneide die Liebesenergie nicht ab, weil sonst blockierst du dich selbst. Mhm. Ja? Okay. Ja, okay, super. Gut. Dann danke für das tolle Gespräch. Ich drück dich. Ja? Danke. Tschüss. So, Dualseelen-Zwillingsflammen, da gibt es etwas ganz Wunderbares. Und zwar heißt es, du und ich, ich und du, aus der Ewigkeit geboren, in Ewigkeit vereint, niemals getrennt, immer eins. Man kann diese Energien nicht trennen, es ist alles Energie. Auch wir sind mit der Natur verbunden, wir sind mit den Tieren verbunden. Und wenn eine Seelenenergie in zwei Körpern ist, kommt der nächste. Okay. Wen darf ich begrüßen? Hallo. Ja, hallo, hier spricht die Sabine. Hallo Sabine, ich grüße dich. Hallo. Was möchtest du gerne, was kann ich für dich tun? Ja, meine Liebe, ich möchte eigentlich nur von dir wissen, ich habe ab und zu meiner Dualseele gegenüber so richtige extreme Hassgefühle. Oh oh. Ja, oh oh. Aber das kommt so plötzlich und anscheinend sind das nicht meine Wut auf ihn, sondern das ist seine Wut. Nee? Nein. Das ist deine Enttäuschung. Sabine, das ist deine Enttäuschung. Du bist enttäuscht. Du bist einfach enttäuscht, weil er dich in deinen Augen jedes Mal, wenn er dir den Spiegel vorgehalten hat, wenn du was zu lernen hattest, zum Beispiel, wenn bei dir die Eifersucht hochkommt und du warst noch nie in deinem Leben eifersüchtig, dann ist es ein Gefühl aus einem Leben, die Eifersucht, die du heilen musst, wenn du in die Heilung gehst. Diese Hassgefühle hast du gesagt oder diese, was empfindest du in dem Moment? Oh, ja, ich einfach nur diesen Hass auf ihn, dieses Enttäuschtsein. Aber Enttäuschung ist kein Hass. Mach doch mal die Probe aufs Exempel bitte. Erzengel Michael ist ein ganz guter Zurückbringer. Also, wenn sowas kommt und du nicht weißt, ob es deine Gefühle sind oder seine Gefühle, bitte Erzengel Michael und sag, bitte Erzengel Michael, bring alle Gefühle, die nicht zu mir gehören, zurück an den Absender. Und dann atmest du dreimal tief ein und dreimal tief wieder aus. Und dann wirst du merken, was von diesen Gefühlen übrig bleibt. Nämlich meistens bleibt gar nichts mehr übrig. Das ist schon so. Aber warum sollte er dich hassen? Warum sollte er die Wut auf dich haben? Du hast dich zurückgezogen. Er bringt dich nicht mehr, natürlich, er hat auch Wut, weil er dich nicht mehr dahin bringt, wo er dich mal hatte. Geht nicht mehr, er bringt dich nicht mehr dahin. Und er hat es ganz, ganz oft versucht, dich in Situationen da wieder hinzubringen, dass du wieder alles für ihn tust. Und es geht nicht mehr, weil du bist ganz schön in deiner Eigenliebe. Bleib drin, aber bleib in den Gefühlen der Liebe, weil du weißt, das, was du aussendest, das kommt als Energie wieder zurück. Ja? Also, bitte Erzengel Michael. Und hab Vertrauen. Ja, ja, das muss ich jetzt wieder haben. Ich wollte nur sagen, ich kenne dich von früher und du hast mir damals mit diesem Honopopopo, hast du mir extrem geholfen, absolut. Hononopono. Hononopono. Ja, genau. Das ist das Beste, um in die Heilung zu gehen, genau. Richtig. Genau. Ja. Ah, jetzt alles weiß klar. Ich, ja. Ja. Schön, dass du mich gefunden hast. Ich danke dir, meine Liebe. Ich werde mich mal über Zenom Live bei dir melden. Das wäre ganz lieb von dir. Das wäre echt ganz lieb von dir. Ja,
Ich würde mich freuen. Alles klar. Ich drücke dich, gell? Ja, tschüss. So. Die Nummer, die Telefonnummern aus Deutschland 01379 220066. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Handys abweichen. Pro Anruf, ja. Pro Anruf. 0901 071 071 aus Österreich. 70 Cent pro Anruf. Handys sind abweichend. 0901 44 0033 aus der Schweiz. 1 Schweizer Franken pro Anruf. Handys abweichend. So, und kostenloses Erstgespräch, wer Zenom Live noch nicht kennt. Ich habe wunderbare Kollegen, wunderbare Kolleginnen. 0800 400 3033. Hallo, wen kann ich begrüßen? Die Anna. Hallo Annalein, ich grüße dich. Hallo, was kann ich für dich tun? Ja. Ja. Ich möchte wissen, ob der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte, schon unterwegs zu mir ist. Den Mann, mit dem du den Rest deines Weges, also es gibt ihn noch nicht. Nein. Du spürst ihn aber. Konzentrierst du dich mal bitte auf dich, geh ganz in dein Herz. Ganz in dein Herz. Natürlich. Ich krieg doch seine Energie. Ich krieg seine Energie. Der ist schon nahe. Ja, der ist schon nahe. Hast du ab und zu in deinem Herzchakra, wird's dir da warm? Ja. Ja. Und wo noch? In welchem Chakra noch? Kennst du deine Chakren alle? Nicht alle. Nicht alle. Also, du spürst manchmal eine Wärme, gerade wenn du Zeit hast. Dann wird es dir ganz warm. Er ist schon da. Ja. Schon da. Ist der jünger oder älter wie ich? Ich krieg jünger rein. Ich weiß ja jetzt nicht, wie alt du bist, aber konzentriere dich. Ich habe als erstes jünger reingekriegt. Er kann aber auch jünger ausschauen. Muss nicht jetzt. Ich gehe nicht nach Alter. Alter ist eine Illusion. Alter ist nur auf dem Papier. Ja? Ja. Ja. Warum? Kennst du schon jemand, der... Wenn er jünger ist wie ich, dann kenne ich ihn. Nein. Den kennst du aber noch nicht. Die Energie ist schon da. Die hat dich gefunden. Aber er ist noch nicht manifestiert in deinem Leben. Ich bekomme, Anna, ich bekomme, oder Diana, ich bekomme gerade rein, Diana oder Anna? Hallo? Bitte? Diana oder Anna? Ich hatte den Namen nicht richtig. Anna. Anna, die Anna, wie die heilige Anna. Okay. Jawohl. Okay. Ich bekomme eben rein, du möchtest mal unkonventionelle Wege gehen. Also wenn dein Herz dir sagt, zum Beispiel, ins Theater zu gehen und du magst Theater gar nicht, dann geh mal ins Theater. Oder geh andere Wege spazieren, nicht immer dieselben. Hast du einen Hund? Ja. Ja, dann geh mal mit deinem Hund einen ganz anderen Weg. Hör auf dein Herz. Dein Herz sagt dir, geh mal statt rechts, links. Okay?
Hallo Anna, bist du noch da? Ja. 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 Möchtest du noch was wissen? Ja, ob mein Herzenswunsch in Erfüllung geht. Dein Herzenswunsch, da fragen wir jetzt nach deinem Herzenswunsch. Ich krieg ein Ja. Krieg ein Ja. Ja. Mhm. Und ist das finanziell, kriege ich da finanzielle Unterstützung? Geh mal von der Karte der Liebenden weg. Fragen wir jetzt ganz einfach. Dauert noch ein bisschen. Aber dann ja. Es geht noch auf Jein. Ja. Deshalb sage ich dir, es dauert noch ein bisschen. Aber dann ja, okay? Anna? Dauert noch ein bisschen. Ja, weil mein Pendel auf Jein gegangen ist. Es ist nicht direkt auf Ja gegangen. Und das Jein heißt, wenn es zuerst so leicht auf Nein schwingt und geht dann auf Ja, dass es noch ein bisschen dauert. Es dauert noch ein bisschen. Aber geh raus aus diesem Zeitdenken, sondern manifestiere und sage jetzt. Okay? Wir sind in ganz anderen Energien. Bleib im Vertrauen und das Wort jetzt ist ganz stark zu manifestieren. Ja? Ja, mach ich. Okay. Dann schaut bisher ganz gut aus. Bitte? Ja. Dann schaut das ganz gut aus. Er schaut gut aus und du manifestierst immer. Bleib im Vertrauen, du wirst nicht enttäuscht. Gottes Quelle enttäuscht uns niemals. Welcher Vater würde sein Kind enttäuschen? Niemand. Kein Vater, oder? Jawohl. Siehst du. Und da bleibst du schön in deiner inneren Mitte und schön im Vertrauen und manifestiere mit jetzt. Okay? Jawohl. Dankeschön. Ich danke dir auch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Und vielleicht hören wir uns ja mal auf Zenom live, ja? Okay? Gut. Also ich würde ganz gerne eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir vorstellen. Das ist die Bianca. Sie arbeitet mit Engeln. Und sie ist eine ganz, ganz lustige und sie ist immer am Lachen. Wenn ich mit ihr rede, dann geht mir das Herz auf. Sie lacht wie die Engel. Die Engel sind auch ständig am Lachen. Und sie hat die Beraterkennung 548. Hallo Bianca. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Anrufe. Ja? Sie ist immer am Lachen. So. Telefonnummern wieder. Das ist ein ganz starker Kraftstein. Und zwar ein Bergkristall. Mit diesem Bergkristall kann man heilen. Ich bekomme Informationen mit diesem Bergkristall. Es ist mein Helfer. Mein Stab, ich kann Chakren öffnen mit diesem Stab, auch durchs Telefon. Ich kann fast alles mit diesem Stab, mit diesem Bergkristall. So, ich habe noch etwas für die Dualseelen, Zwillingsflammen, enge Seelenpartner. Bleibt bitte in eurer Liebe. Es ist ganz wichtig, den anderen in jedem Moment so zu lieben und anzunehmen, wie er ist und zurück zu euch selbst zu finden, bedingungslos und geht raus aus der Warteposition, weil Warten ist Mangel. Das Universum sagt, aha, sie wartet, okay,
Und dann bleibt man im Warten. Warten geht gar nicht. Loslassen ist das Zauberwort. Loslassen bedeutet aber nicht, ihn in die Wüste zu schicken, sondern einfach im Vertrauen zu sein. Zu wissen, das, was auf unseren Seelenplänen steht, das wird erfüllt. Und Metatron ist der Hüter der Seelenpläne. Und Metatron schaut, dass jeder den Weg seines Herzens geht. Also keine Angst. Loslassen heißt nicht, ihn in die Wüste schicken, sondern bleibt in eurer Liebesenergie. Denn wenn ihr aus der Liebesenergie rausfallt, dann schneidet ihr euch selber ab. Ihr schneidet euch ab. Nicht blocken, weil ihr blockt euch nur selbst. Und dann Angst. Ist auch so ein großes Thema. Angst. Ich weiß es. Ich war selbst in dieser Angst gesteckt. Ich bin hier auch nur ein Mensch. 01379 220066. Also wenn ihr Fragen habt wegen dieser Angst, die euch plättet, dann ruft mich an. Jetzt habt ihr die Chance. Oder ihr müsst mich über die 0800. Weil sie etwas wissen wollen, was man gegen die Ängste tun kann, wenn einen die Ängste überfallen. Unter der Nummer 0901 071 071 aus Österreich und 0901 440033. So, Angst. Nur die Liebe ist stärker als jede Angst und vermag alles in uns zu heilen. Denn Angst ist eine Illusion. Das macht uns unser Ego vor, um uns in der Dualität zu halten. Und wir sollen ja eigentlich gar nicht mehr in der Dualität bleiben, sondern wir sollen ja aufsteigen, wir sollen in andere Energien gehen. Und Angst lässt uns unten, da bleiben wir unten. Angst hebt uns niemals hoch, sondern wir drehen uns im Kreis. Lasst eure Gefühle zu und hört auf die Stimme eures Herzens und folgt dieser Stimme, egal was sich dadurch für euch verändert. Und das nennt man Vertrauen. Einfach Vertrauen. Loszulassen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe es letztes Jahr getan, im Vertrauen zu sein. Ich habe mein Haus verkauft, weil ich zu meiner jüngsten Tochter ziehen wollte. Ich bekomme jetzt mein zweites Enkelkind, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und ich habe nicht gewusst, will ich jetzt ein Reihenhaus oder will ich eine Dachterrassenwohnung? Und ich habe gesagt, schickt mir das, wo ich mich glücklich fühle. Und was haben sie mir geschickt? Ich habe ein Haus im Haus. Ich habe ein Haus und habe eine Dachterrasse. Eine 50 Quadratmeter große Dachterrasse. Und sowas nennt man Vertrauen. Wenn ich das Vertrauen noch sonst... Ja. Also, ihr könnt mich anrufen, noch bin ich hier. Dualseelen, Zwillingsflammen, enge Seelenpartner. Es geht um die Liebe. Ich bin ein Medium der Liebe. Nach mir kommt Mahadevi. Sie ist eine wunderbare Beraterin. Sie beschäftigt sich mit der indischen, sie hat indische Karten. Ruft sie an, sie ist nach mir unter den gleichen Nummern 01379 220066. Sie hat mir heute Abend sehr geholfen, weil ich hatte totale Kreislaufprobleme. Und sie hat mich wieder auf den Boden gestellt. Ich war zu sehr in meinem Kopf. So, und jetzt bin ich auf dem Boden. Ich wünsche mir jetzt noch einen Anruf. Ich wünsche mir jetzt noch mehr Anrufe. Einen. Okay, ich wünsche mir noch einen Anruf, dass mich noch einer anruft, bevor meine liebe Kollegin kommt.
Die Nummer 01379 220066. Aus Österreich 0901 071 071. Aus der Schweiz 0901 44 0033. Und im Studio könnt ihr euch das kostenlose Erstgespräch abholen, 0800 400 3033. So, wer findet zu mir durch? Noch haben wir den Zufallsgenerator. Wer findet den Weg zu mir heute Abend noch? Soll ich die Nummer nochmal sagen? 0101 379 220066, aus Deutschland 50 Cent. Dann die 0901 071 071, aus Österreich 70 Cent. Und 0901 44 0033, aus der Schweiz 1 Schweizer Franken pro Anruf. Handys abweichend. Genau, das habe ich heute Abend total vergessen. Man muss 18 Jahre alt sein, bevor man uns anrufen darf. Das ist wichtig. So, kommt noch jemand durch? Hallo, wo seid ihr? Ja, die letzte Chance, dass noch einer durchkommt zu mir ins Studio. Hallo. Hallo. Hier ist Nada. Wo seid ihr alle? Also merkt euch, alle, die mit Dualseelen Zwillingsflammen loslassen, lasst los. Und habt keine Angst, geht aus den Ängsten raus. Ganz wichtig, ihr könnt mich anrufen. Ich bin ab Donnerstag wieder zu erreichen. Es gibt eine wunderbare Affirmation gegen die Ängste. Die kann ich euch dann geben. Ansonsten bedanke ich mich bei allen, die mich heute Abend angerufen haben, die mich erreicht haben heute Abend. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und ich hoffe, dass ich euch bald mal wiedersehe und wieder höre vor allen Dingen. Ja? Nochmal die Nummern. 01379 220066, aus Deutschland 50 Cent, aus dem deutschen Festnetz 0901 071 071, aus Österreich. Ja, jetzt kommt doch noch jemand durch. Danke. Ich freue mich. Hallo, wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist die Ursula. Hallo Ursula, ich grüße dich. Du bist ein neues Mädchen, du kennst mich noch nicht, nein? Nein, ich bin nein. Was darf ich? Was darf ich denn für dich tun? Ich hätte gerne über meine Liebe. Deine Liebe. Eine Auskunft. Dann hol ihn mal ganz nah her. Und ja, wenn er ganz nah bei dir ist, atme tief ein und tief wieder aus. Dann habe ich seine Energie, okay? Ja. Oi, ist eine ganz tiefe Liebe, gell? Bitte? Ist eine tiefe Liebe. Ja. Wachst morgens auf, denkst an ihn. Abends der letzte Gedanke ist er. Aber er liebt dich genauso. Es kommt die Liebesenergie von ihm rüber. Es ist ein ganz, ganz enger Seelenpartner von dir.
Okay. Eine andere Hälfte, kannst du sagen, zwei Seelen. Ich weiß nicht, ob du die Sendung verfolgt hast, was ich vorhin gesagt habe. Dualseelen, Zwillingsflammen, du und ich und du, er ist immer da. Wie oft hat er sich schon zurückgezogen? Schon öfters, gell? Ja, so hin und wieder schon mal, ja. Und bist dann du in deiner Eigenliebe geblieben? Und bist du ihm nachgejagt? Nein. Nein. Aber er ist jedes Mal wieder gekommen, von alleine. Er hat sich immer wieder bei dir gemeldet. Und du hast keine Angst. Ich kriege keine Angst von dir rein. Und du weißt, er wird sich immer wieder melden und du wirst ihn nicht los. Das hoffe ich doch, dass ich ihn nicht los werde. Nein, wirst du auch nicht. Nein, ich liebe ihn schon sehr. Ja, und er liebt dich auch. Die Liebe ist auf beiden Seiten. Du musst keine Angst haben. Bleib im Vertrauen. Also das bleibt dann so, oder? Ja, und bleib im Vertrauen, ja? Ja. Ich drück dich. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben. Und jetzt freuen wir uns auf Mata Devi. Hallo, meine Süße. Komm her.